Dann mache ich das eben, okay? Ich mache Ankündigung einfach. Mach, mach. Okay, ready? Ja. Ready, Basti? Ja, ich nehme schon auf. Okay, 3, 2, 1. So, hallo Leute und herzlich willkommen zur 20. Folge Varo. Und ihr denkt euch, warum in aller Welt fangen wir hier an? Das ist normalerweise nicht, wo wir anfangen. Und das hat einen ganz einfachen Grund, wir haben nämlich ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwelche Ausschnitte einblenden werde, aber was auf jeden Fall passiert ist, gestern, nachdem wir gekickt wurden, ist noch jemand gestorben und der Border ist jetzt so klein, dass wir außerhalb stehen. Wir haben uns das in der Aufnahme angeguckt, wie weit wir außerhalb stehen und wir sind uns nicht sicher, inwieweit wir das schaffen können, noch reinzukommen, weil man kriegt hinterm Border Schaden. Man kann wieder reinlaufen, aber man kriegt Schaden und zwar immer mehr, desto weiter weg man steht. Und es könnte sein, dass das jetzt die letzte Varo-Folge wird. Dass wir Ja. direkt am Anfang sterben. Wir sind vielleicht nicht die Einzigen, die das betrifft. Also, ich würde sagen, drückt uns mal die Daumen und wir sehen uns dann gleich auf dem Server. Jo. Alles klar. Eine Sekunde, so. Okay, sollte laufen. 15 Sekunden, ich starte meine Aufnahme. Okay. Läuft. 10 Sekunden. 5, 3, 2, 1 und go. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, das macht's nicht besser, dass das die ganze Zeit buggt. Sag sofort, wenn du drauf bist, ne? Ja. Geht nicht. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, ob wir es probieren sollten. Es kommt keiner rauf. Was schreiben die? Einer ist drauf. Dr. Banks ist drauf. Lass versuchen. Es geht, glaube ich. Vini? Ja, warte. Ich schreibe in der Konfi, dass wir nicht joinen sollen. Okay. Ich will es auch drauf. Ja. Okay, drauf, drauf schreiben die. Warte. Okay, ich joine. Ja, drauf, drauf. Ich bin drauf. Ja, noch. Wir sind hinterm Border, wir ja. Sind drauf, wir sind. Das ist so knapp. Wir können laufen, oder? Lass, wollen laufen wir wir? Laufen. Ja, lass laufen, lass laufen. Rechts sofort. Und wenn du zu viel Damage kriegst, wirf die Perle. Nein. LOL. LOL, was? Das ist ein Bug. Das das ist ein ist ein Bug. Bug. Das ist ein Bug. Oh mein Gott. Ey, man kriegt keinen Instant-Schaden. Ja, man kriegt keinen Instant-Schaden. Fuck. Wir haben das so getestet im Singleplayer. Im Multiplayer. Wir haben das getestet auf einem Vanilla 1.8.7 Server. Es hat alles funktioniert. Man kriegt Schaden, so wie es im Wiki steht, auf dem Server. Und man stirbt nicht instant. Das ist so ein scheiß Tod. Wir hatten keine Chance, den Tod nachzuschauen, wer gestorben ist in dieser Riesenaufnahmesession. Wir hatten eine Minute zwischen den Folgen Pause. Und danach stirbt noch jemand, nachdem die Session vorbei ist. Und wir wären innerhalb vom Border, wenn derjenige nicht gestorben wäre. Und wir haben da keine Chance, das auszubessern, weil wir keine Folge aufnehmen dürfen oder irgendwie sowas, bevor die Border kleiner wird. Es ist unmöglich, dass wir das überlebt hätten. Beziehungsweise wir hätten es überleben müssen, wenn es Vanilla wäre. Fuck. Ja, Leute, was soll man sagen, ne? Ist halt Varo, ne? Okay, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Projekt, ne? Ist halt richtig ekelhaft, jetzt so zu sterben. Und da wird es auch kein Zurück geben, keine Wiederbelebung oder sowas. Also, ja, was soll man machen? Es ist scheiße. Ja, das ist ganz ehrlich, also. Nice. Ja, was will man machen? Komm, ist vorbei. Ja, also, das war's halt mit Varo jetzt. Was ich jetzt nur am Ende sagen will, ist, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video seht, noch im Urlaub bin und ich halt es nicht mal schaffe, alle Varo-Videos hochzuladen, während ich noch zu Hause bin. Ich muss jetzt über die Nacht halt 4 Videos hochladen und das schafft mein Internet nicht. Also ich
muss den jetzt noch nachträglich dann also anlassen und so weiter, aber darum soll es gar nicht gehen. Ich hatte jetzt jedenfalls nicht die Möglichkeit, noch ein anderes Video zu machen. Ihr sollt euch nicht wundern, warum dann 5 Tage lang kein Video kommt. Ich bin halt im Urlaub. Es tut mir halt auch leid, ich kann dagegen nichts machen, aber nicht, dass ihr denkt, dass ich dann jetzt nach Varo, keine Ahnung, dass ich jetzt Selbstmord begangen habe oder so. Nein, also alles cool und dann, wir sehen uns dann im nächsten Video und ich hoffe, dass euch das Projekt aber trotzdem gefallen hat. Ne? War ja trotzdem eine schöne Erfahrung. Wir sehen uns, bis dann, haut rein und ciao.